Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute befassen wir uns mit den Zwangsstörungen. Wir befinden uns in der ICD-10 im Kapitel F4 bei den neurotischen Belastungs- und somatoformen Störungen. Und die Zwangsstörungen finden wir ganz genau in der F42. Worum handelt es sich bei Zwangsstörungen? Zwangsstörungen sind beispielsweise Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen, Zwangsimpulse, die sich immer und immer wieder aufdrängen bei den Betroffenen, die also ja quälend sind, weil sie eigentlich nicht gewollt sind. Zwangsgedanken sind beispielsweise auch oft gewalttätigen Inhalts oder obszön oder werden auch einfach als vollkommen sinnlos, also sinnfrei empfunden. Und trotz allem drängen sich diese Gedanken immer und immer wieder auf. Der Betroffene versucht Widerstand zu leisten, aber ist meistens erfolglos. Bei den Handlungen ist es genauso. Diese drängen sich auch immer und immer wieder auf. Sie haben keine besondere, erfüllen keine besondere Aufgabe, sondern der Patient hat einfach immer wieder das Gefühl, er muss etwas tun, damit er sich wieder besser fühlt. So. Symptomatisch habe ich da jetzt gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Trotz allem müssen wir da ein bisschen differenzierter noch dran gehen, um zu schauen, was ist denn jetzt wirklich eine Zwangsstörung? Ja, wir können ja nicht sagen, nur weil jemand jeden Tag gerne putzt, dass er einen Putzzwang hat. Deswegen fangen wir jetzt mal an. Also zum einen, sollte diese Störung mindestens seit 2 Wochen bestehen und wirklich an den meisten Tagen vorhanden sein, diese Symptomatik. Die Gedanken oder diese Handlungen, die der Patient immer wieder empfindet oder ja, diesen Zwang, den er empfindet, die nimmt er als seine eigenen Gedanken wahr. Also es gibt ja auch diese Ich-Störung, wo die Gedanken eingegeben werden, aber da sprechen wir nicht von, sondern diese Gedanken sind wirklich eigene Gedanken, werden auch als solche wahr und angenommen, sind also Ich-Symptome. Diese Gedanken sind quälend für den Patienten. Auch die Handlungen sind quälend. Sie sollten ihm keine Freude machen, also sollten jetzt nicht an sich als angenehm empfunden werden. Wobei wir hier auch unterscheiden dürfen, was ist jetzt wirklich angenehm. Sagen wir haben einen Patienten, der einen Putzzwang hat und wir haben einen Menschen, der einfach sehr gerne putzt. Ja, es gibt Menschen, die lieben Putzen und die putzen jeden Tag. Das heißt aber nicht, dass sie einen Putzzwang haben. Wir unterscheiden das hier so. Der Mensch, der gerne putzt, der putzt, weil er es wirklich gerne macht. Der Mensch, der den Putzzwang hat, der putzt, weil er vielleicht der Überzeugung ist, dass wenn er nicht putzt, es eine negative Auswirkung auf ihn und sein Leben haben könnte. Das heißt, er empfindet zwar, nachdem er dieser Handlung nachgegangen ist, eine gewisse Entspannung. Aber die liegt nur darin, dass er nämlich vorher dieses Gefühl hatte, wenn ich jetzt nicht putze, dann wird das und das passieren. Ne? Das heißt, der Putzakt an sich ist nicht angenehm, aber das Gefühl danach, wenn er diesem Zwang nachgegangen ist, das ist dann die Entspannung. Ne? Und da liegt eben der feine, aber gewisse Unterschied bei Zwängen. Und den Widerstand dagegen zu leisten, auch wenn der Patient merkt, dass das vollkommen sinnlos ist, was er da tut oder was er da denkt, da kommt er nicht gegen an, sondern er versucht immer wieder dagegen anzukämpfen, aber gibt dann meistens doch nach, ne? Weil eben immer dieses Gefühl einer inneren Anspannung entsteht und dieser vorherrschenden Angst und die eben erst nachlässt, wenn der Patient oder der Betroffene in diese Handlung reingegangen ist. Jetzt möchte ich euch ganz gerne einfach, um euch das auch nochmal so zu zeigen, einen Kreislauf zeigen. Dafür habe ich es mal so aufgemalt. Ich werde das nachher wieder dranhängen hinten. Für diejenigen, die es gerne abschreiben möchten oder screenshotten, ist es so. Ein Zwangsphänomen drängt sich auf. Ich denke jetzt, ich muss mir jetzt unbedingt meine Hände waschen,
auch wenn ich eben meine Hände gewaschen habe und ich weiß, es ist vollkommen sinnlos, dass ich das jetzt schon wieder machen möchte, aber ich kann dieses Zwangsphänomen nicht unterdrücken. Ja, es ist da und es kommt immer und immer wieder, dass ich wirklich meine Hände waschen muss. Das heißt, wenn ich mir jetzt nicht meine Hände waschen gehe, wächst die innere Anspannung in mir und es kommt immer mehr Angst in mir auf. So lange, bis ich mir dann endlich die Hände waschen gehe, weil ich könnte ja eventuell Viren oder Bakterien in meinen Händen haben. Ja, beispielsweise jetzt in der Corona-Situation eigentlich ein blühendes Beispiel dafür, was aus solchen Krisen entstehen kann. Also ich glaube, dass so ein Waschzwang gar nicht selten ist momentan und dass das jetzt auch immer mehr wächst, einfach weil so viel Angst geschürt wird. Dadurch, dass ich natürlich jetzt immer alle paar Minuten meine Hände waschen gehe und auch niemandem am liebsten die Hände reiche und am liebsten auch nichts anfasse, weil ich muss mir danach die Hände waschen, kommt es natürlich auch zu Schwierigkeiten im Zusammenleben mit meinen Menschen, also mit meinem Partner, mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Im Arbeitsleben ist es natürlich extrem einschränkend. Und trotzdem drängen sich wieder diese Zwangsphänomene auf. Und ich weiß, dass sie sinnlos sind. Und ich kann sie aber nicht vermeiden. Und so ist es so ein Teufelskreislauf, der einen immer und immer mehr in die Misere reinreitet. Ich nehme das jetzt nochmal ab. Jetzt fragen wir uns vielleicht, woran liegt das denn, dass Menschen eine Zwangsstörung entwickeln? Es gibt da unterschiedliche Theorien, sag ich mal. Zum einen ist es eine Lerntheorie. Das heißt, wenn wir merken, dass wenn wir etwas ausführen, wie zum Beispiel Hände waschen, dass es dann bei uns unangenehme Gefühle verringern lässt, also reduziert. Oder wenn wir putzen, dass uns das gut tut, weil wir dann andere negative Gefühle einfach erstmal wieder wegschieben, dass uns das Putzen und vielleicht das Saubersein wieder ein gutes Gefühl gibt. Es kann aber auch sein, dass irgendwelche Lebensereignisse dafür verantwortlich sind. Beispielsweise Corona. Ja, uns wird eingeredet, bitte ständig Hände desinfizieren, bitte ständig Hände waschen. Und was ist? Wir nehmen das alles auf, entwickeln in uns eine Angst, die uns sagt, wenn du jetzt nicht deine Hände desinfizierst und wenn du nicht deine Hände wäschst, dann kann es sein, dass du die ganze Zeit Viren, Bakterien an dir dran hast und du krank wirst. Zack, hast du einen Zwang entwickelt. Das geht ganz, ganz schnell. Und das sind einfach solche Sachen, ja, also auch solche Gedankenmuster, die wirklich damit einhergehen, dass wir denken oder dass wir der Überzeugung sind, dass eben etwas eine negative Auswirkung haben könnte, wenn wir etwas nicht tun. Dass wir schuld an etwas sind, wenn wir etwas nicht tun. Ne, das sind all solche Gedankenmuster, die wir dann nachher auch bearbeiten können. Ich hatte ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt, wie zum Beispiel den Waschzwang, Händewaschzwang. Es geht alles auch in ganz ritualisierter Form. Den Kontrollzwang kennt ihr vielleicht auch. Ihr wollt weg. Zack, wird nochmal kontrolliert. Ist der Herd wirklich aus? Ist der Stecker vom Wasserkocher raus? Sind die Jalousien alle unten? Und nein, jetzt wird doch nochmal nachgeguckt. Ist die Tür denn wirklich auch abgeschlossen oder nicht? Und ne, so, dass man nicht fahren kann, ohne dass man da wirklich in Ruhe ist. Und wenn man es dreimal nachguckt. Jetzt fragen wir uns, wie verläuft denn eine Zwangsstörung? Eine Zwangsstörung entsteht meistens schon in der Kindheit oder im jungen Erwachsenenalter. Sie kann entweder abrupt, also akut ausbrechen oder eben schleichend ins Leben kommen. Sie hat die Tendenz, sich zu chronifizieren, also dass sie dauerhaft bleibt oder über einen sehr langen Zeitraum, was bei den Patienten ja dazu führt, dass sie erstmal versuchen, diese Symptomatik zu verstecken, ja, weil sie merken ja, dass das alles sinnlos ist, ja, und tun es trotzdem immer wieder. Natürlich fühlen sie sich dann irgendwann auch wahrscheinlich ein bisschen doof dabei, ja, und verstecken das Ganze dann.
So, das Ganze führt zu depressiven Symptomen und da kann es dann auch zu akuter Suizidalität führen. Also es ist auch nicht unbedenklich eine solche Störung, wenn man denkt, ach ja, da wäscht sich halt alle paar Minuten die Hände oder sonst irgendwas. Nein, wir müssen immer darauf achten, ob sich da eine depressive Symptomatik entwickelt. Hat der Mensch vielleicht Suizidgedanken, weil er einfach mit diesem ganzen Druck, mit dieser ganzen Last nicht mehr auskommt? Ne? Das kann wirklich so weit gehen, dass der Betroffene sich sozial total zurückzieht und auch sozial isoliert bis hin zur Verwahrlosung. Therapieren können wir zwangsgestörte mit einer Kombination aus Medikamenten und Psychotherapie. Zum einen können Antidepressiva gegeben werden. Hier werden vorwiegend trizyklische Antidepressiva oder auch hochdosierte SSRI gegeben. Ansonsten die Psychotherapie, die auf jeden Fall auch immer mitgemacht werden sollte, weil sich das Ganze ja natürlich sehr auf unsere Gedanken auswirkt, dass wir da eine kognitive Verhaltenstherapie machen. Wir prüfen also, was für Gedanken sind in dem Patienten denn drin vorhanden. Die werden analysiert und dann wird auch geguckt, wie interpretiert er die denn? Was für Befürchtungen hat er denn? Ne, so dass das alles wirklich auseinanderklabüstert wird. Dann kann ein Expositionstraining gemacht werden, was auch sehr sinnvoll ist, gerade auch bei Zwangshandlungen, dass der Patient, der Betroffene, in eine Situation geführt wird, wo er diesen Zwang entwickelt. Und er wird zwar in diese Situation hineingeführt, aber wird dann gestoppt. Also er soll nicht reagieren. Er soll diesem Zwang nicht nachgeben. Das Ziel des Ganzen ist, dass er dabei bemerkt, dass diese Angst und diese Anspannung, die in ihm drinnen ist, auch von alleine abebbt und vor allen Dingen auch, dass gar keine Katastrophe geschieht, wenn er diesem Zwang jetzt mal nicht nachgibt. Wenn er jetzt also zum Beispiel nicht putzt, dass dann keine Katastrophe geschieht, sondern dass dann immer noch alles in Ordnung ist. Ne, dass der Patient so merkt, so ich muss dem Ganzen nicht immer nachgeben und dass er sich da auch kognitiv tatsächlich auch natürlich wieder neu strukturieren kann. Da die Zwangsstörung eine massive Auswirkung auf das Privatleben hat, auf das Berufsleben hat, ist ein soziales Kompetenztraining wichtig. Ne, das kann man beispielsweise in Rollenspielen machen. Es ist wichtig, auch die Familie mit einzubeziehen, damit die zum einen natürlich verstehen, was mit dem Betroffenen los ist, aber auch, um eben diese Zwangsdynamik mit beobachten zu können und auch reduzieren zu können, vielleicht abmildern zu können, um dem Betroffenen einfach eine Stütze zu sein. Die Zwangsstörung ist ein spannendes Phänomen und ich freue mich, dass du mit dabei gewesen bist. Das war jetzt erstmal alles dazu. Ich verlinke euch nochmal ein Video hier oben. Zu den Zwängen habe ich schon mal so ein kleines Video gemacht und ich wünsche euch viel Spaß. Viel Erfolg beim Lernen. Tschüss.